Hi Freunde, ich bin's wieder, Windrad 2020. Ja, ich bin heute mal in einem Windpark, wo ich noch nie in meinem ganzen Leben gewesen bin. Jedenfalls an zwei von den drei Anlagen. Ich stehe nämlich gerade im Windpark Dössel unter einer Attacke TW600 Anlage. Ja, mit auf jeden Fall keiner so ganz hohen Nabenhöhe. Sehr, sehr schönes Ding. Auf jeden Fall läuft auf Volllast. Ja, unter anderem stehen in diesem Windpark noch zwei weitere Anlagen. Eine Mikon M1500 und eine Enercon E82E2 Anlage. Ja, schön hier. Es war jetzt auch gut windig. Ich war gerade noch in Bühne oder vorhin. Ist schon ein ganz schöner Unterschied von hier, also von Bühne nach hier. Mal gucken, ob ich es auf die Kamera bekomme, wo Bühne ist. Na, die wird gar nicht scharf. Mal wieder. Auf jeden Fall ist Bühne ungefähr da hinten. Ah, da war ich eben. Woanders leider nicht. Mal gucken, ob ich hier jetzt irgendwann auch mal eine Tour mache von allen Windparks. Hier in der Ecke. Also quasi Bühne, Eberschütz, Körbeke, Rösebeck, Haue da und Dössel nochmal, dann gucken wir mal. So, hier haben wir auf jeden Fall die Tacke. Ja, ich werde heute zu zwei Anlagen gehen. Ich bin ja hier bei dieser hier und dann möchte ich unbedingt noch zur Mikon. Die hat nämlich noch so einen schönen Betonsockel. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Läuft echt gut heute wieder. Schön. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Mikon. So, ich stehe jetzt hier unter der Mikon-Anlage. Ist eine M1500 mit 500 kW. Ja. Schönes Ding, hat einen richtigen dicken Betonsockel noch unten drunter. Ja, leider kann man da nicht. Die Treppe gehe ich jetzt gleich mal etwas hoch. Aber so direkt an den Turm kommt man so richtig nicht dran, weil Gras ist wirklich richtig hoch. Aber es reicht mir von hier. Schön hier. Wunderbar. Da ist die E82 Anlage. Von 2011 müsste die sein. Ja. Die läuft heute richtig hier, die Anlage. Wunderbar. Läuft auch eigentlich so gut wie immer, wenn ich hier bin. Ich habe sie noch nie richtig, ja doch, ein paar Mal habe ich sie zwar stehen sehen, aber noch nie lange. Wenn sie stand, dann war es zu windstill. Ja, wie man hier sieht, das ist der Grund. Oh Gott. Ja, also hier ist Unkraut über Unkraut, richtig an Turm dran kommt man gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange die nicht mehr gewartet wurde oder wie lange hier keiner mehr drin war. Aber so läuft auf jeden Fall noch. Wir haben Schnürchen. So. Da hinten sieht man die Tacke. TW600 Anlage. Ja. Hier. Ach so, da ist die Treppe mit festgemacht. Verstehe. Ja, die Anlage läuft heute auch echt richtig, richtig mega nice. Gefällt mir. Gut, ja. Viel gibt es hier jetzt nicht zu erzählen. Was steht da? Der Service dieser RWEA erfolgt durch Hamburg. Okay, krass. Ja, da ist der Desenberg. Dann haben wir da Windpark Griemelsheim und Windpark Ersen und da Windpark Rösebeck und Haue da. Wunderbar. Ja, ich war hier in diesem Windpark schon etwas öfters, also schon ein paar Mal hier, aber ist öfters mal gescheitert. Bei den meisten Malen habe ich einfach kein Video gemacht und dann habe ich zwei Videos gemacht, mal hier, aber an der E82, aber die waren wirklich für die Tonne, weil der Wind da so blöd kam, dass man nicht ein Wort verstanden hat. Ja, einmal unterm Apfelbaum durch hier und so kann man wenigstens etwas hinter der Anlage stehen. Schönes Ding auf jeden Fall. Gut, dann war es das hier schon.
bis zum nächsten Video. Ciao.